Kann hier noch jemand noch mal zuschlagen? Mega Hero von Grenada, Cuenca. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren La Liga Orakel. Am heutigen Sonntag werde ich die Partie Sporting Dijon gegen Valencia Orakel. Die vier Booster liegen wieder bereit. Die Panini Mega Quacks aus Spanien. Wer sie kaufen möchte, Displays, Starter oder einzelne Booster, kann gerne unten den Link in der Videobeschreibung nutzen. Ich fange an mit dem ersten Booster, nicht lange schnacken. Sporting Dijon gegen Valencia heißt es heute. Und wir fangen an mit Joaquin. Den hätten wir gestern gebraucht in der Partie Betis gegen Real Madrid. Aber heute wird er nicht treffen. Sastre von Leganes. Osasuna, David Garcia. Und da ist das 1-0 durch Bakkali. 0-1 Valencia. Hier nochmal die Fakten hinten drauf, die bei ihnen draufstehen. Ganze Zeit bei PSV gespielt, bei PSV Eindhoven. Und ab letztes Jahr 15-16 dann bei Valencia. Und hier schlägt er im Orakel zu, Bakkali. Und erzielt das 0-1 für Valencia. Montoro. Lucas Vazquez. Eieiei, der Name hier, den kann ich nie aussprechen, deswegen lasse ich ihn jetzt natürlich auch wieder weg. Bitolo, Zaldua, Inui, Was und Borges. Borges. Zur Halbzeitpause steht es durch Bakkali 0-1 für Valencia. Und wir springen gleich mal in die zweite Halbzeit. Ich drehe alle Karten hier um. Malaga, Keko. Franjes von Sporting Dijon erzielt das 1-1, also jetzt wird es nochmal spannend. Sehr cool, Carrasco, Bravo, Joaquin und Camacho, Mega Hero von Malaga. Kann hier noch jemand nochmal zuschlagen? Mega Hero von Grenada, Cuenca oder irgendwie so. Berenguer von Osasuna. Roberto Soldado, Villarreal, Kolociak, Innenverteidiger von Sevilla, Irai Sos von Bilbao und zuletzt haben wir den brasilianischen Außenverteidiger von Atletico Madrid, Felipe Luis. Und das heißt, es bleibt beim 1 zu 1 Punkteteilung zwischen Sporting Dijon und Valencia. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein paar Däumchen nach oben freuen. Wer noch nicht Abonnent ist, kann unten kostenlos abonnieren. Mein Tipp ist, dass Valencia gewinnt mit 0-1. Heute mal eine knappe Partie. Eure Tipps könnt ihr unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr möchtet, bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschüssikowski.